Als alle die Schule verlassen hatten, schlich ich vorsichtig in die Vorratskammer des Hausmeisters. Ich musste schnell dorthin. Er kam schließlich heraus und ich schoss sofort in die Vorratskammer und schob einen Schrank beiseite. Es war schwer und er wollte sich nicht bewegen. Mach schon! Hinter dem Schrank öffnete sich eine Tür. Als ich durchging, fand ich mich in meinem geheimen Raum wieder. Das war ein kleiner Raum mit einem Fenster und Blick zum Schwimmbecken der Schule. Abends kam meine geliebte Mia hierher, um zu schwimmen, und ich beobachtete sie, heimlich natürlich. Ich wagte es nicht, ihr zu sagen, wie ich mich fühlte. Sie dachte wahrscheinlich, ich wäre ein trauriger Nerd. Wir waren seit unserer Kindheit Freunde, aber als Mias Vater starb, driftete sie allmählich von mir weg. Aus diesem Grund warf ich mich in mein Studium, aber ich liebte sie weiterhin und beobachtete sie aus der Ferne. Ein Spritzen von Wasser brachte mich aus meinen Erinnerungen zurück. Mia war schon im Pool und plötzlich, was war das? Mias schöne Haut war in Armen und Rücken mit Prellungen bedeckt. Wer hatte ihr das angetan? Mia stieg aus dem Wasser, wickelte ein Handtuch um sich und ging in die Umkleidekabine. Ohne nachzudenken, rannte ich ihr nach. Wir sind vielleicht keine Freunde mehr, aber ich würde nicht zulassen, dass jemand Mia verletzt. Als ich draußen war, war Mia schon weg. Ich bin sofort in Richtung ihres Hauses gegangen. Es war nicht weit von der Schule entfernt. Als Kinder haben wir oft dort gespielt. Ich zögerte lange in der Nähe des hohen Zaunens und hatte Angst, die Klingel zu drücken. Plötzlich war ein schrecklicher Schrei aus ihrem Haus zu hören. Ich erstarrte. Es war Mias Stimme. Sie brauchte Hilfe. Ich rannte den Zaun entlang zur hinteren Tür. Verdammt, sie war verschlossen. Dann kletterte ich leise hinüber in den Hof und sprang abrupt herunter. Ich sammelte all meine Kraft, duckte mich und kletterte in den Vorgarten, direkt unter das Wohnzimmerfenster. Es gab ein Schluchzen aus dem Haus. Fred, fass sie nicht an! Ich lehnte mich vorsichtig aus meinem Versteck und sah Mias Mutter in Tränen. Oh mein Gott, sie war es, die Fred sagte, er solle seine Tochter nicht anfassen. Plötzlich stieß ich versehentlich einen Blumentopf von der Fensterbank. Mist, ich duckte mich schnell in einen nahegelegenen Busch. Ein riesiger Mann lehnte sich aus dem Fenster, einen Gürtel in der Hand. Es war Mias Stiefvater, Fred. Er heiratete Mias Mutter ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters. Hat er Mia verprügelt? Fred sah sich im Hof nach der Quelle des Lärms um. Wenn er mich sah, war ich geliefert. Aber dann schrie Mia wieder und Fred entfernte sich sofort vom Fenster. Mein Mund wurde vor Entsetzen trocken. Ich musste die Polizei rufen und Mia retten, bevor es zu spät war. Ich rannte um die Ecke und rief die Polizei. Dieser Drecksack gehörte hinter Gitter. Bald kam die Polizei. Fred würde endlich ins Gefängnis gehen. Um die Ecke sah ich, wie er ihnen die Tür mit einer ungezwungenen Geste öffnete. Die Polizisten sahen ihn, stellten sich auf und begrüßten ihn. Warte, was war hier los? Ich war schockiert. Fred war der Chef der Polizisten. Dann hörte ich ihn sagen, ich glaube, jemand ist auf dem Grundstück. Er bat die Polizei, die Umgebung und das Haus zu überprüfen. Ich war in Panik. Ich musste hier raus, bevor ich entdeckt wurde. Ich habe den ganzen Abend darüber nachgedacht, wie ich Mia helfen kann. Die Polizei war auf der Seite ihres Stiefvaters. Kann man etwas dagegen tun? Mia Hilfe anzubieten war auch keine Option. Sie würde mich fragen, woher ich die Prellung von den Prellungen wusste. Und was dann? Ich wollte nicht zugeben, dass ich sie beobachtete. Aber nichts tun ging auch nicht. Ich musste Mia überzeugen, mir zu vertrauen. Am nächsten Tag wollte ich zu ihr gehen und mit ihr reden. Aber nach der Schule wartete ihr Stiefvater am Tor auf sie, er schnappte sie grob am Arm und zischte ihr etwas zu. Mein Magen verkrampfte sich. Plötzlich, ohne es zu erwarten, rief ich nach Fred. Fred gab mir einen trüben Blick und fragte mich, was ich wollte. Mit zitternder Stimme begann ich etwas über mein Biologieprojekt zu murmeln. Mia und ich mussten es morgen fertig haben. Fred runzelte die Stirn, aber ließ Mia los. Wenn sie in einer Stunde nicht nach Hause kommt, bist du fällig, fügte er bedrohlich hinzu und ging. Mia verstand nicht, weil es ja kein Projekt gab. Aber ich sagte, ich würde später alles erklären. In unbeholfener Stille führte ich Mia zum Pool und wir saßen am Rand. Und wie sollte ich nur das Gespräch beginnen? Ich schaute nach unten und plötzlich bemerkte ich eine Prellung an Mias Schulter. Es machte mich meine Brust straffend. Mia fiel es auf und schob schnell ihren Ärmel hoch. Nein, das konnte ich nicht mehr ertragen. Ich sammelte meine Gedanken und stammelte, dass wir früher so gut kommunizierten, aber Mia mehrere Jahre lang nicht mehr sie selbst sei. Ich schaute ihr vorsichtig in die Augen und atmete aus. Warum kannst du mir nicht vertrauen? Danach sah Mia mir in die Augen und ich versprach plötzlich, mir alles zu erklären, vorausgesetzt, ich würde nichts unternehmen. Ich schluckte nervös und stimmte zu, in der Hoffnung, Mias Meinung später ändern zu können. Dann begann sie mit ihrer Geschichte. Als ihr Stiefvater Fred in die Familie kam, schirmte er Mia und ihre Mutter vollständig von der Außenwelt ab und verbot ihnen, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Wenn Mia und ihre Mutter sich bei jemandem beschweren würden, würden sie Schwierigkeiten bekommen. Durch ihre Tränen flüsterte Mia, dass sie schon lange ein normales Leben ohne Angst und Schmerz wollte. Sie träumte immer davon, Schwimmerin zu werden, aber jetzt konnte sie nur noch nach dem Unterricht schwimmen, wenn niemand ihre Prellungen sehen würde. Ihre Worte taten mir weh. Fred würde für alles bezahlen. Obwohl ich versprach, nichts zu tun, musste ich Mia retten. Ich dachte verzweifelt darüber nach, was ich tun konnte. Ich brauchte Beweise. Ohne sie würde die Polizei Fred wieder schützen. Nur so konnte ich Fred ins Gefängnis bringen. Ich platzte damit heraus, dass ich ein Video von Freds Behandlung ihrer Familie machen würde. Nach solch kompromittierendem Material würde er definitiv nicht davon kommen. Mia sah mich dankbar an, ihre Augen waren so schön. Wir haben nur 10 Minuten geredet, aber Fred hat bereits angefangen, Mia anzurufen und sie anzuschreien, in 5 Minuten zu Hause zu sein.
das Biologieprojekt sei zu lang. In Eile stimmten wir zu, einander zu schreiben. Eine Stunde später hatten wir einen Plan im Kopf. Mir würde Fred an diesem Abend provozieren und ich würde das Ganze filmen, damit ich das Video später der Polizei übergeben könnte. Um genau 7 Uhr abends ging ich zu Mias Haus. Ich schlich zum Tor und schob es sanft auf. Mia hatte es nicht abgeschlossen. Dann knarrte die Tür aber tückisch. Verdammt! Aber im Garten war es ruhig. Ich schlich zum Küchenfenster und spähte vorsichtig hinein. Mia hatte ein entspanntes Abendessen mit ihrer Mutter und Fred, der mit dem Rücken zum Fenster saß. Meine Hände zitterten vor Angst, aber ich sagte mir selbst, ich muss stark für Mia sein. Dann bemerkte sie mich, nahm ein Glas Milch und sah mich unsicher an. Ich nickte sie an und richtete die Kamera auf Fred. Eine Sekunde später hörte ich Glasscherben in der Küche fliegen. Im selben Moment stand Fred abrupt vom Tisch auf. Ich schaltete die Kamera ein. Ich musste alles filmen. Mias Mutter blockierte Freds Weg, aber schon schob er sie mit einem Knurren weg. Ich bin der Boss hier. Fred war ein echtes Monster. Ich hielt mein Temperament zurück und versuchte, Mia nicht zu verteidigen. Dieses Video wurde benötigt, um sie zu retten. Dann holte Fred aus und Mia schloss die Augen. Und? Nein, wage es nicht, sie anzufassen, du Freak. Ich warf das Glas mit aller Kraft. Im selben Moment drehten sich alle um. Was machst du hier und noch mit einer Kamera? Fred knurrte und ging direkt auf mich zu. Ich erstarrte vor Entsetzen, aber Mia rannte aus dem Haus und packte bereits meinen Arm. Wir rannten so schnell wir konnten. Aber plötzlich erschienen Scheinwerfer in der Ferne und Mia geriet in Panik. Es war das Auto ihres Stiefvaters. Was sollten wir tun? Und dann wusste ich es. Mein geheimes Zimmer. Er würde uns dort sicher nicht finden. Ich packte sofort Mias Hand und wir rannten durch die Gärten zur Schule. Dies war der einzige Ort, an dem wir sicher wären. Wir liefen in die Schule, aber ihr Stiefvater war schon in der Nähe. Mia, beeil dich! Der Gedanke, was er uns antun könnte, ließ mich erschauern. Ich machte eine scharfe Kurve an der Ecke und schleppte Mia sofort in die Speisekammer. Sie widersetzte sich. Er würde uns definitiv dort finden, aber ich schüttelte sie. Vertrau mir! Freds schwere Schritte waren im Flur zu hören und mein Herz klopfte vor Angst. Wir schoben den Schrank schnell zur Seite und rannten in den geheimen Raum. Und dann kam Fred in die Speisekammer. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Wir konnten ihn langsam durch den Raum laufen hören und dann blieb er stehen. Hat er den Eingang wirklich bemerkt? Aber ihr Stiefvater ging schnell weiter und ich atmete erleichtert auf. Wir gingen zum Fenster und sahen Fred, der uns überall suchte, am Pool. Mia fragte leise, was das für ein Raum sei. Verdammt, Mia hat es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Ich sah Mia in die Augen und gab zögerlich zu, dass ich sie von hier aus beobachtete. Und als ich merkte, dass ihr Stiefvater sie misshandelte, rief ich die Polizei. Ich wusste nicht, dass er das Sagen hat. Mia starrte mich eine Weile schweigend an und schrie dann plötzlich, dass alles meine Schuld war. Nachdem die Polizisten eingetroffen waren, wurde Fred noch gewalttätiger. Ich versuchte zu sagen, dass ich sie retten wollte, aber plötzlich klopfte es am Fenster. Oh mein Gott, Fred hat uns gehört. Fred hatte sich bereits einen Stuhl geschnappt und bewegte den Spiegel, der das Fenster des geheimen Raumes bedeckte. Er wollte uns holen. Ich sah die verängstigte Mia an und stellte mir vor, wie viele sie mit diesem Tyrannen durchgemacht hatte. Und dann wurde ich wütend. Du wirst sie nicht wieder anfassen, du Freak. Ich packte Mias Schultern. Du musst alles filmen. Sie versuchte mich aufzuhalten, aber ich sah sie ein letztes Mal an und rannte aus dem Zimmer. Ich ging zum Bruder und rief. Hey, Fred! Fred drehte sich langsam um. Mein Herz wurde langsamer. Dann warf er den Stuhl zurück, schrie wütend und rannte zu mir. Ich versuchte auszuweichen, aber Fred packte mich und begann mich zu würgen. Meine Sicht begann zu verschwimmen. War das das Ende? Mit letzter Kraft schob ich Fred zurück und er stolperte über den Rand und fiel ins Wasser. Ich rannte sofort weg und rief. Mia, lauf! Wir liefen zusammen aus der Schule, Mia gab mir das Telefon, das Video war aufgenommen. Mit Tränen in den Augen flüsterte sie, du bist mein Held. Diese Worte wärmten mein Herz, aber ich musste das Video so schnell wie möglich der Polizei geben. Wir fuhren zu einer Polizeistation am Stadtrand, wo Fred sicherlich nicht die Macht hatte. Auf dem Weg spähte ich immer wieder in die Dunkelheit und hatte Angst davor, Freds Auto zu sehen. Sogar auf der Polizeiwache hatte Mia Angst zu reden und ich nahm ihre Hand und sagte ihr, dass ich ihnen erzählen würde, was passiert ist. Die Polizisten, die den Mist sahen, sagten mir, dass sie einen sehr tapferen Freund hatte. Ich war verwirrt. Früher konnte ich den Hooligans nicht einmal antworten, aber jetzt war ich ein tapferer Typ, der sein geliebtes Mädchen gerettet hat. Ein paar Stunden später wurde Fred festgenommen. Er sagte, dass er zu Mia zurückkommen und ihr zeigen würde, wer für ihre Familie verantwortlich sei. Ein Schauer lief mir über den Rücken und Mia kuschelte sich plötzlich an mich. Zum ersten Mal hatte ich keine Angst, umarmte sie und küsste ihre Stirn. Er würde ich nie wieder verletzen. Weil ich immer da sein werde. Gefiel dir das Video? Bewerte und like es. Unterstütze den Kanal. Danke. Ich bin meinem geliebten Ethan in den Umkleideraum gefolgt. Und jetzt steckte er da schon seit einer Stunde fest. Ich sperrte vorsichtig hinein. Aber es war niemand in der Umkleidekabine. Und plötzlich sah ich Ethan aus dem Schließfach steigen. Mit einem seltsamen Lächeln ging er zum Ausgang. Ich hatte kaum Zeit, um mich hinter der Säule zu verstecken. Aber er bemerkte mich nicht. Als er außer Sicht war, ging ich in den Umkleideraum. Ich schaute mir sein Schließfach an. Nichts Besonderes. Was machte er dort? Plötzlich bemerkte ich an der Rückwand rote Handabdrücke. Ist das Blut?
Ich stieg in das Schließfach, um sie zu untersuchen. Aber die Tür schlug wegen Luftzug zu. In Panik versuchte ich, sie zu öffnen, aber sie gab nicht nach. Ich schlug mit meinen Fäusten drauf ein. Ich werde doch ersticken. Ich versuchte, Atem zu holen und lehnte mich gegen die Rückseite des Schranks. Plötzlich fiel ich. Nein! Aber lasst mich euch erstmal erzählen, wie alles begann. Vor 2 Monaten wurde ich in ein neues Waisenhaus eingewiesen. Das letzte wurde wegen Notzustands geschlossen. Ich war nicht besonders traurig. Dort war es nicht besonders schön. Ich war unsichtbar, ohne Freunde. Und ich erinnerte mich kaum an meine Eltern. Sie starben bei einem Autounfall, als ich 4 Jahre alt war. Ich spielte zu Hause mit meiner Lieblingspuppe, als eine Frau aus der Pflege kam und meinte, ich soll 13 Jahre in diesem schrecklichen Waisenhaus verbringen. Ich habe also nichts Gutes von diesem neuen Waisenhaus erwartet. Aber ich fand dort plötzlich meine Seelenverwandte. Kate, wir waren Mitbewohner. Sie hat auch ihre Eltern durch einen Unfall verloren. Und das hat uns näher gebracht. Kate war freundlich und mutig und beschützte mich vor bösen Witzen der anderen. Sie bemerkte auch, dass ich Ethan mochte, jedermanns Favorit im Waisenhaus. Dieser Typ lernte fleißig und half sogar in der Bibliothek. Er war hübsch und hatte etwas Geheimvolles an sich. Ja, ich habe mich total in ihn verliebt. Aber ich hatte Angst, dass es nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Also beobachtete ich ihn von Weitem. Kate hat mich in jeder Hinsicht davon abgehalten. Es ist gefährlich, allein im Waisenhaus herumzulaufen. Sie sagte, dass es in diesem Waisenhaus eine Legende gab. Jedes Jahr verschwindet ein Mädchen. Aber ich glaubte es nicht und beobachtete Ethan weiterhin. Ich bemerkte etwas Seltsames. Er konnte stundenlang im Umkleideraum stecken. Und als er in sein Zimmer zurückkehrte, sah er sich die ganze Zeit um, als ob er irgendwas verstecken würde. Ich wollte Kate beim Abendessen davon erzählen, aber aus irgendeinem Grund war sie nicht dabei. Ich fing an, sie zu suchen, aber ich habe sie nirgendwo finden können. Als wäre sie vom Erdboden verschluckt. Vielleicht ist sie draußen. Ich war schon auf dem Weg dorthin, aber ich sah Ethan in Richtung Umkleideraum schleichen. Die Neugier hat mich überwältigt und ich habe beschlossen, ihm zu folgen. Erinnerst du dich, dass ich ins Schließfach gefallen bin? Aus Neugier bin ich jetzt hier, in Ethans geheimem Versteck. Ich rieb mir die verletzten Knie, stand auf und tastete nach dem Lichtschalter. Ich sah einen kleinen Raum mit einem Bett, einer Stehlampe und Vorhängen an der Wand ohne Fenster. Seltsamerweise war das ganze Bett voll mit Teddybären. Ethan war bereits aus dem Alter raus. Wofür brauchte er die? Dann bemerkte ich einen Bibliothekausweis auf dem Boden. Ich hob den auf und ein Schauer lief mir über den Rücken. Der Ausweis gehörte Kate und da war Blut drauf. Ich erinnerte mich an die roten Flecken im Schrank. Heiliger Bimbam! Was hat Ethan mit Kate gemacht? Ich muss schnell hier raus. Dann hörte ich Schritte und das Knarren einer Tür. Ethan! Ich machte schnell das Licht aus und versteckte mich hinterm Vorhang. Ich hab's gerade so geschafft. Ethan schaltete die Stehlampe an und ging langsam durch den Raum. Bitte, bitte, bitte bemerk mich nicht. Dann sah ich aber einen Lichtstreifen auf meine Schuhe fallen. Verdammt! Der Vorhang war zu kurz. Ich hoffte, Ethan würde mich nicht bemerken. Aber da hörte ich ihn näher und näher kommen. Ich blieb unbewegt, wie ein Stein. Und im letzten Moment drehte sich Ethan weg. Puh. Sobald ich ausatmete, wurde der Vorhang scharf zurückgezogen. Wütend starrte er mich an. Was machst du hier? Zischte er böse. Sein Blick war verrückt. Ich plapperte, dass ich versuchte, meine Bücher zu finden, aber er unterbrach mich. Er schrie, er mochte es nicht, belogen zu werden, nahm Tesafilm. Jemand braucht eine Lektion, damit er seine Nase nicht in fremde Angelegenheiten steckt, flüsterte er. Ich glaubte meinen Augen nicht. Wo war der süße Kerl, in den ich mich verliebt hatte? Ich rannte zur Tür, aber Ethan versperrte mir den Weg. Was jetzt? Ich sah mich um. In der Nähe stand die große Stehlampe. Meine Chance. Mit aller Kraft trat ich gegen sie und rannte aus dem Raum. Ethan kam schnell zur Besinnung und folgte mir. Ich lief durch die verwinkelten Flure. Ich hatte das Gefühl, ich wäre ihn fast los, aber er blieb mir dicht auf den Fersen. Während ich rannte, drehte ich mich um und stieß plötzlich in jemanden. Herr Direktor, ich bin gerettet. Er fing an, mir zu erzählen, dass durch Flure rennen falsch sei, aber ich unterbrach ihn. Es ist Ethan, er ist verrückt geworden und er folgt mir. Der Direktor lächelte aber nur und sagte, ich würde alles erfinden. Ethan sei das gehorsamste Kind, das er je in diesem Waisenhaus hatte. Er hat was Besseres zu tun, als durch Flure zu rennen. Nein, sie verstehen nicht.
Ich erzählte alles über die blutigen Abdrücke in Ethans Schließfach und Kates Ausweis, aber er wollte nicht auf mich hören. Er sagte, ich solle auf mein Zimmer gehen. Aber Herr, begann ich, doch der Direktor unterbrach mich scharf. Für Lügen würde ich hier hart bestraft werden, sagte er. Es war sinnlos zu streiten und ich ging aufs Zimmer. Ich habe gehofft, Kate dort zu sehen, aber sie war nicht da. Die ganze Nacht stand mir ihr blutiger Ausweis vor den Augen. Meine süße Kate, die einzige, die nett zu mir war. Ich zitterte bei dem Gedanken, was Ethan ihr alles angetan hatte. Am nächsten Tag war sie nicht zurück. Gerüchte verbreiteten sich. Seit gestern hatte niemand Kate gesehen. Und nur ich wusste, was wirklich mit ihr passiert ist. Dieser Psycho. Ich muss ihn aufhalten. Niemand sonst wird unter seinen Händen leiden müssen. Aber ich brauche schwerwiegende Beweise. Ich beschloss, für Kates Ausweis in den Umkleideraum zurückzukehren. Ich muss ihm den Direktor zeigen. So wird er mir glauben und Ethan der Polizei übergeben. Aber sein Schließfach war zu. Ich habe es versucht, mit einem Draht zu knacken. Ich habe es getreten. Nutzlos. Ich musste andere Beweise finden. Und da erinnerte ich mich an die Legende der vermissten Mädchen. Ich beschloss, im Archiv nachzulesen. Was ich herausfand, war schrecklich. Stellte sich heraus, dass außer Kate noch 3 weitere Mädchen in den vergangenen 3 Jahren verschwunden sind. Ich beschloss auch, mir mal Ethans Personalakten anzusehen. Es stellte sich heraus, dass das erste Mädchen genau in dem Jahr verschwand, in dem er aufs Waisenhaus gekommen ist. Ich bekam Gänsehaut. Als ich das Archiv verließ, bemerkte ich, dass mich jemand hinterm Vorhang beobachtete. Es war Ethan. Ich hatte kaum Zeit, mich unter die Leute zu mischen, um nicht erwischt zu werden. Scheint so, als würde er mich als Zeuge nicht brauchen. Ich fühlte mich unwohl, aber ich wusste, ich konnte nicht aufgeben. Ich brauchte direkte Beweise dafür, dass er schuld an den vermissten Mädchen war. Also schlich ich mich am nächsten Morgen vorsichtig in sein Zimmer. Er hatte mit seinem Nachbarn Flurdienst, aber der Gedanke, dass er mich erwischen konnte, ließ mich schauern. Ich hatte bereits alle Schränke in seinem Zimmer durchsucht, als ich plötzlich direkt auf seinem Nachttisch alle Bibliothekausweise fand. Sie hatten den Namen der Vermissten draufstehen und Kates Ausweis war dabei. Ich schrie fast vor Entsetzen. Es bestand kein Zweifel. Ethan war schuldig. Ich schnappte mir schnell die Ausweise und rannte zum Direktor. Mein Herz pochte. Wir mussten uns beeilen. Ich war bereits fast neben seinem Büro, als ich plötzlich Ethan sah. Er führte ein Mädchen in den Umkleideraum. Neues Opfer? Ich beschloss, ihn auf frischer Tat zu ertappen und alles auf Video aufzunehmen. So wird er sich definitiv nicht rausreden können. Ich schlich hinter ihm. Sie gingen in den Schrank. Die Tür schlug zu. Ich war auf Zehenspitzen ihnen gefolgt und öffnete die Tür. Lehnte mich in eine enge Lücke. Ach, die Tür knarschte. Ethan erstarrte und lauschte. Aber nach einer Sekunde führte er das Gespräch weiter. Ich wurde fast erwischt. Und dann vibrierte mein Telefon. Ich habe eine SMS mit Spam erhalten. Shit! Ethan hörte das und ging direkt auf mich zu. Noch nie bin ich so schnell gerannt wie jetzt zum Büro des Direktors. Ethan war mir hinterher und packte mich schon am Arm, direkt vom Büro. Nur schwer gelang es mir zu fliehen. Ich öffnete die Tür, rannte hinein. Gott sei Dank blieb Ethan draußen. Direkt schon im Türrahmen begann ich, alles über die vermissten Mädchen und Ethans Schrank zu erzählen. Zur Unterstützung meiner Worte nahm ich die Ausweise aus meiner Tasche und zeigte dem Direktor das Video, das ich aufgenommen hatte. Er war bereits bereit, mir zu glauben. Aber genau in diesem Moment klopfte es an der Tür. Ethan ging ins Büro. Überrascht ging ich zur Seite, aber er lächelte mich nur an, als würde nichts passiert sein. Ethan sagte, dass er gehört hatte, dass ich über ihn redete. Und er erklärte, dass er den Mädchen nur geholfen hat, sich über die Literatur zu informieren. Dafür war dieser geheime Raum geschaffen. Das Mädchen selber, also die Mädchen, verschwanden nirgendwo. Sie wurden einfach in neue Familien gebracht. Aber was war das mit dem Blut im Schließfach? Fragte ich verblüfft. Ethan grinste und antwortete, das sei rote Farbe für ein Bibliotheksplakat. Das ist doch Unsinn! Er hat alles erfunden! Ich fing an zu schreien, dass Ethan ein Lügner sei und ein Psycho. Der Schulleiter und Ethan sahen einander an und nahmen meine Arme. Ich kämpfte. Oh mein Gott, sie werden mich jetzt loswerden. Sie sind doch einander... Kompanie! Ich war noch nie in einem solchen Anfall. Ich fing an zu würgen und wurde ohnmächtig. Ich bin an einem seltsamen Ort aufgewacht. Alle Leute hatten das Gleiche an. Ein Arzt nahm meine Hand und meinte, ich hätte Paranoia und dass ich jetzt in einer Behandlung sei. Was? Mann, ich bin doch gesund. Ich zog meine Hand weg und wollte weglaufen. Aber ich wurde schnell gefasst und irgendwas wurde mir gespritzt. Später bin ich schon in einer Zwangsjacke aufgewacht.
Sieht so aus, als wäre ich in der Psychiatrie. Sie fingen an, mich mit Medikamenten vollzustopfen. Und nach ein paar Tagen schien es mir, dass ich mit der Überwachung von Ethan zu weit gegangen bin. Ich meine, er hätte ja wirklich dem Mädchen helfen können. Und nicht umsonst denken ja alle, dass er so großartig ist. Eine Woche später war ich schon auf dem Weg zur Besserung. Sie versprachen mir sogar, dass wenn ich mich weiter so gut benehme, ich bald frei wäre. Und dann, eines Tages, sah ich eine vertraute Silhouette im Flur. Ethan. Er trug eine Zwangsjacke und unter seinem Arm war ein Teddybär. Einer von denen, die ich im geheimen Raum gesehen hatte. Ich stand, als wäre ich gelähmt. Ethan lächelte, ging zu mir rüber und flüsterte. Du hattest recht. Ich habe es wirklich mit Kate und allen anderen gemacht. Rate mal, wer die Nächste ist. Wie erbärmlich ich doch bin. Ich saß in einem Spind in der Mädchenumkleide und filmte Stacy, die Schulschönheit, mit meinem Handy. Ich habe zwar keine Chance bei ihr, aber trotzdem träume ich davon, mit ihr zusammen zu sein. Leider hat Stacy sich ziemlich schnell umgezogen und war gerade dabei, mit den anderen Cheerleadern zu gehen. Wenigstens kann ich mich jetzt wieder bewegen. Mein Rücken tut höllisch weh. Alle sind weg. Ich drückte gegen die Spindtüre, aber sie bewegte sich kein Stück. Ich trat 20 Minuten lang so fest ich konnte gegen die Tür, bis ich total aus der Puste war. Dann überkam mich Panik. Die Tür war felsenfest verklemmt. Verdammt. Ich glaube, ich sitze in der Mädchenumkleide fest. Eine erneute Panikattacke überkam mich. Es ist Freitag, alle sind weg. In den nächsten 2 Tagen wird keiner hier sein. Ich werde verhungern und verdursten. Ich holte mein Handy aus der Tasche und versuchte, einen Freund anzurufen. Aber ich hatte keinen Empfang in dieser Eisenbox. Ich begann verzweifelt, die Spindfächer abzutasten. Bingo. Ich fand eine Nagelfeile und stocherte damit im Schloss herum. Es begann sich zu öffnen. Doch auf einmal glitt mir die Nagelfeile aus der Hand und fiel durch den Türschlitz auf den Boden der Umkleide. Genau in diesem Moment kam jemand in die Umkleide. Es war Olivia, die Tochter des Schulleiters. Das unheimliche Mädchen, das mir seit der 1. Klasse Valentinsgrüße schickt. Aber egal, ich war froh, sie heute zu sehen. Sie ist meine Chance, hier rauszukommen. Und sie wird mich nicht verpfeifen. Ich wollte sie rufen, doch Olivia schaute sich um und ging geradewegs zum Spind der schönen Stacy. Geschickt öffnete sie das Schloss mit einer Haarnadel. Die Tochter des Schulleiters ein Dieb? Wow. Ich versuchte zu sehen, was sie macht. Genau in dem Moment stieß ich gegen die Spindwand. Olivia war überrascht und fragte, wer da ist. Ich sagte ihr sofort, sie solle mich befreien. Ein wenig verblüfft kam Olivia zu dem Spind und begann ihn zu öffnen. Diesmal konnte sie das Schloss nicht so leicht knacken. Endlich. Das Schloss klickte und der Spind war offen. Es kam mir so vor, als ob Olivia errötete, als sie mich sah. Sie hat nicht erwartet, dass ich es bin. Als ich gerade dabei war, aus dem Spind zu steigen, bemerkte ich, dass sie mich mit ihrem Handy aufnahm. Was soll das denn? Jeder in der Schule wird dieses Video zu Gesicht bekommen, wenn du mir nicht hilfst, antwortete sie. Olivia, was zur Hölle willst du von mir? Olivia sagte, wir können nicht durch den Haupteingang gehen. Dort würden uns die Kameras filmen und das sei echtes Beweismaterial. Warte. Also hat sie auch etwas Illegales vor? Olivia fuhr fort. Wir müssen die Regenrinne herunterklettern, damit uns niemand bemerkt. Ich lachte nervös. Olivia, spinnst du? Ich sagte, das sei zu viel. Ich würde es nicht machen. Aber Olivia zeigte mir das Video von mir, wie ich mit einem dämlichen Gesicht im Spind saß und einen verstaubten BH umarmte. Sie schien nicht zu scherzen. Ich schaute aus dem Fenster zur Regenrinne. Sie war alt und rostig und wirkte alles andere als vertrauenserweckend. Du zuerst, schnell, sagte Olivia. Ich wusste nicht, wie mir geschah und habe nicht bemerkt, wie ich da rausgekommen bin, meine Arme fest um die Regenrinne geklammert. Unter uns waren 5 Stockwerke. Eine falsche Bewegung und das war's. Wo bin ich da nur reingeraten? Als meine Füße den Boden berührten, konnte ich nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Ein paar Sekunden später kam Olivia runter. Sind wir jetzt quitt? Platzte es aus mir heraus. Fast, sagte Olivia. Eine kleine Sache gibt es noch. Geh zu Stacy nach Hause und rede mit ihr für ungefähr 10 Minuten. Aber Stacy ist das Mädchen meiner Träume. Ich war sprachlos. Was soll der Mist? Sie hörte mir nicht einmal zu. Olivia, was hast du vor? Sie stand so dicht vor mir und sah mich an, dass ich dachte, sie wollte mir schon wieder sagen, dass sie mich liebt. Mann, Olivia, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Aber sie wich zurück und sagte, ich soll mich beeilen. Wenn wir zu spät sind, weißt du ja, was die Konsequenz sein wird, fügte sie hinzu. Wir gingen schweigend zu Stacys Haus. Ich wusste immer noch nicht, was ich zu dem Mädchen, das ich jeden Tag ansprechen will, sagen soll. Vielleicht könnte ich nur so tun, als ob ich klingel und einfach lügen, dass niemand zu Hause sei. Aber Olivia schien meine Gedanken zu lesen und sagte, sie beobachtet mich von der Ecke aus. Als wir das Haus erreichten, ging ich schüchtern die Stufen hoch und klingelte. Olivia versteckte sich hinter dem Hauseck. Stacy öffnete die Tür und fragte mich, was ich hier mache.
Ich stürzte, aber dann bemerkte ich, wie Olivia versuchte, durch ein Fenster in den ersten Stock zu klettern. Stacy schnauzte mich an, wenn ich nur gekommen sei, um hier rumzustehen, dann könne ich das auch von der anderen Straßenseite aus. Was für eine Blamage. Also begann ich irgendeinen Blödsinn über ein Biologieprojekt zu schwafeln, das ich mit ihr machen will. Samen von seltenen Gattungen zu pflanzen und deren Wachstum zu beobachten. Stacy sah mich an wie einen Idioten und antwortete, dass ich selbst eine seltene Gattung sei und dringend von einem Arzt untersucht werden müsse. Während ich weiterhin Schwachsinn redete, bemerkte ich, wie Olivia wieder zurückkletterte. Puh, Gott sei Dank drehte Stacy sich nicht um. Ich komme ein andermal wieder, sagte ich schnell. Ich drehte mich um und ging zur Hausecke, wo Olivia auf mich wartete. Ich wollte schreien, aber ich durfte keinen Lärm machen. Ich sagte ihr, wie sehr ich sie dafür hasse, wie ein Idiot vor meinem Schwarm zu stehen. Olivia sah mich an und fragte, hast du mich? Sie seufzte und sagte, dass wir oft die falschen Menschen hassen. Wovon redet sie? Dann sagte sie, ich sollte nicht sie, sondern Stacy hassen. Sie hat etwas Schreckliches getan. Stacy ist schon seit langem die Rivalin von Olivias Freundin Theresa. Vor 2 Monaten, genau am Abend des städtischen Cheerleader-Wettkampfs, schubste Stacy Theresa während der Probe. Theresa konnte danach nicht mal mehr aufstehen. Die Ärzte sagten, es sei ein Wirbelbruch. Es war sogar eine OP notwendig, aber Theresa hatte nicht das nötige Geld. Es wirkte wie ein Unfall, also verweigerte Stacy ihre Hilfe. Aber Olivia wusste, was wirklich geschah. Sie ging zur Polizei, aber es gab nicht genügend Beweise und ihre Worte allein waren zu wenig. Also griff Olivia zur Selbstjustiz, schlich sich in Stacys Haus und klaute ihr Geld. Und gleichzeitig wollte sie ihr eine Lektion erteilen. Ich war sprachlos. Olivias Augen waren wild. Sie ist verrückt. Es hätte wirklich nur ein Unfall sein können. Vielleicht war es überhaupt nicht Stacys Schuld. Ich sagte, wir müssen das Geld zurückgeben. Aber Olivia schrie, dass Stacy Theresa mit Absicht geschubst hat und dafür bezahlen muss. In diesem Moment wurde mir klar, dass Olivia gefährlich ist. Ich musste etwas tun. Ich verabschiedete mich überstürzt, ging weg und rufte die Polizei. Ich war mir sicher, das Richtige zu tun. Die Polizei war schnell da. Olivia kam nicht weit und wurde verhaftet. Ich ging als Zeuge mit ihnen mit. Wir verbrachten 3 Stunden im Revier. Gerade als ich dabei war, in meinem Stuhl einzuschlafen, stürmte Stacy ins Zimmer. Sie warf ihre Arme um mich und sagte mir begeistert, dass ich ihr Held sei. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Ich umarmte Stacy ganz fest, aber sie wich zurück, sah zu Olivia und sagte, dass sie endgültig am Ende sei. Als Olivia zur Befragung geholt wurde, waren Stacy und ich alleine. Ich fragte sie, ob es wahr sei, dass sie ihre Mitstreiterin am Abend des Wettkampfs geschubst hat. Stacy antwortete, dass der Pöbel seinen Platz kennen muss und dass sie weiß, wie man unbemerkt Rache nimmt. Es verschlug mir den Atem. Das heißt, du hast Theresa geschubst? Stacy grinste nur. Wie niederträchtig sie ist. Wie konnte ich mich nur so in sie vergucken? Gleichzeitig wurde Olivia in Handschellen an uns vorbeigeführt. Ich stürmte zu dem Polizisten und verlangte Olivia sofort freizulassen. Es ist alles ein Irrtum, ein großer Fehler, aber niemand hörte mir zu. Und jetzt sitze ich im Gericht. In ein paar Minuten wird die Jury Olivia verurteilen. Während der Ermittlungen hat Olivia mich nicht verraten. Es stellte sich heraus, dass sie, im Gegensatz zu mir, weiß, wie man sein Wort hält. Als ich als Zeuge aufgerufen wurde, gab ich an, Olivia in dieser Nacht nicht gesehen zu haben. Ich wusste, dass ich versuchen musste, alles wieder gerade zu rücken. Im Flur bemerkte ich unseren Schulleiter, Olivias Vater. Er weinte. Nie zuvor habe ich ihn so gesehen. Es war unerträglich schmerzhaft anzusehen. Die Jury zog sich zur Beratung zurück. Jede Sekunde kam mir wie eine Ewigkeit vor. Schließlich verkündeten sie ihre Entscheidung. Olivia musste 2 Monate gemeinnützige Arbeit verrichten, wegen des Einbruchs in Stacys Haus. Auch ich wurde wegen Falschaussage dazu verdonnert, Müll zu sortieren. Und so kam es, dass wir am Valentinstag dazu gezwungen waren, leere Flaschen von der Straße aufzusammeln. Nicht gerade sehr romantisch, aber was blieb uns anderes übrig? Während der Zeit, die wir miteinander verbrachten, realisierte ich, wie cool Olivia eigentlich war. Ich zog eine Valentinskarte aus meiner Tasche und gab sie Olivia. Sie lachte und fragte mich, also bedeute ich dir doch etwas? Es war eigentlich nur eine freundschaftliche Geste. Aber für eine Sekunde lang fragte ich mich, ob ich es wirklich tat. Während dieser Zeit wurde Olivia mehr als eine Freundin für mich. Ich tauchte auf und schaute mich ängstlich um. Schon wieder hörte ich dieses schreckliche Knirschen und danach ein jämmerliches Quicken. Gott, war das jetzt alles wahr oder werde ich langsam verrückt? Aber in diesem Moment kam ein erschreckendes Gabbern an den Röhren. Mein Herz raste wie verrückt. Ich kam vorsichtig aus dem Pool raus und hörte zu. Die Röhren führten zu einem Keller. Zitternd vor Angst ging ich langsam zu dessen Quelle. Ich zog in die WG noch vor ein paar Monaten ein und verstand sofort, dass ich hier niemandem trauen kann. Schon in der Kindheit wurde es mir klar. Nachdem unser Haus beraubt wurde und alles geglaubt wurde,
Deswegen war meine Familie arm. Ich war sehr vorsichtig und vermied Menschen. Hatte Angst, die Anrufe zu beantworten, war immer allein. Denn jeder kann dich betrügen. Deshalb hielt ich die Ohren steif in der WG und hatte vor allem Angst. Einmal war ich sicher, dass meine Sachen geklaut wurden. Ich habe den Wächter gerufen, aber es stellte sich heraus, dass ich einfach die Waschmaschinen verwechselt habe. Aber nächstes Mal kehrte ich heim und hörte wirklich ein schreckliches Geräusch im Busch. Das waren definitiv Diebe. Aber als der halb schlafende Wächter kam, um es zu prüfen, gab es dort nur eine Menge Katzen. Klar liefen die Verbrecher einfach weg, aber der Wächter verjagte nur die Katzen und behauptete, ich muss mir weniger Sorgen wegen Kleinigkeit machen. Weit daneben. Er sprach genau wie meine Nachbarin Emma. Sie redete mich die ganze Zeit rein, wollte mit mir in den Club gehen und das in der Nacht, wenn alle Diebe nur auf den Moment warten, um etwas zu klauen. Gerade jetzt, wenn ich mein Stipendium sparte und wollte Geld für den Notfall haben. Aber Emma verstand das einfach nicht. Ich duldete es und lehnte jedes Mal ab. Aber da kam noch ein anderes Problem. In unserem Gymnasium gab es einen Typ, Jack, und er machte mich immer wieder an. Er lud mich zu einem Date ein, fragte alles und schenkte mir sogar immer etwas. Klar warf ich all die Geschenke sofort weg. Vielleicht gab es dort einen Trecker und ich lasse es nicht zu, dass Jack meine Ersparnisse wegklaut. Und dann tötete Jack mich beinahe, indem er mir Kamillen geschenkt hat. Ich hab doch Allergie gegen Kamillen. Ich erstickte fast an dem Tag und ich kapierte sofort, Jack ist nicht das, was er scheint. Er hat definitiv etwas Böses im Sinne. Und das bestätigte ich sofort, als Jack im Gymnasium zu mir kam und sagte, er wird sich durchsetzen mit allen Mitteln. Und als ich in der Nacht irgendwelches Geräusch unter meinem Fenster hörte, verstand ich sofort, das war Chuck. Er verfolgt mich. Vollidiot. Aber ich darf es nicht einfach so lassen. Ich muss mich selber verteidigen. Ich hatte kein Geld für eine richtige Alarmanlage, deshalb organisierte ich im Zimmer verschiedene Fallen. Mäusefallen, Fußeisen und spannte sogar ein Seil durch das ganze Zimmer. Ich musste mich doch absichern. Meine Nachbarin Emma sagte mir nur, ich muss mich entspannen und nicht nervös sein. Der Junge verliebte sich einfach in mich und ich entwickelte hier eine ganze Suchoperation, um ihn zu fangen. Ich sollte nicht nervös sein? Emma, wie hast du das immer noch nicht verstanden? Man kann niemandem in dieser Welt vertrauen. Die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen, wegen dieser Wahngedanken. Vielleicht kommt Chuck zurück und ich hörte jedem Geräusch zu. Und plötzlich hustete jemand hinter dem Fenster. Ich lief zum Fenster, griff nach einer Vase und wollte mich verteidigen. Die Zeit verging wie in einer Zeitlupe und ich sah, wie eine männliche Hand am Fensterbrett erschien. Ich griff nach einer Vase und wollte mich schützen, als Chuck im Fenster erschien. Ich war gerade zum Schlag bereit, aber in diesem Moment kam er gerade in die Mäusefalle und rief schrecklich vor Schmerzen auf. Das hast du aber auch verdient. Wolltest du mich etwa berauben? Schreiend stürzte ich auf ihn los, verjagte ihn und danach schloss ich die Tür ab. In jener Nacht konnte ich gar nicht mehr einschlafen. Die ganze Zeit hatte ich das Gefühl, dass Jack mich immer noch verfolgt. Den ganzen Tag war ich am Ende mit meinen Nerven und am Abend beschloss ich, im Pool zu schwimmen. Das beruhigte mich immer. Absichtlich kam ich ein bisschen später hin, als es im Schwimmbad keine Menschen mehr gab, um allein ruhig zu baden und mich zu entspannen. Aber schon bei der zweiten Runde hörte ich seltsame Geräusche. Knirschen und Quicken gleichzeitig. Sie kamen von hinter der Wand. Ich versuchte auf die Geräusche nicht zu achten, aber die kamen immer wieder. Ganz angespannt schaute ich mich um, guckte sogar hinter den Bänken und um jeder Ecke. Aber nichts. Das Geräusch war immer noch da. Nein, ich muss doch jemandem davon berichten. Ich ging wieder zum Wächter, aber er wollte mir nicht mehr zuhören. Er sagte, er hat die Nase voll mit meinen unbegründeten Beschwerden. Ich sei einfach nur paranoisch und das war's. Brauche die Hilfe von einem Psychiater. Seine Worte beleidigten mich und ich kam in mein Zimmer zurück. Wegen der Geräusche im Pool war es mir schlecht zumute. Und der Gedanke, dass Chuck mich verfolgen kann, bekam ich Gänsehaut. Schrecklich. Emma sah meinen Zustand und wollte mich aufmuntern. Einen Film zusammenschauen oder vielleicht auch eine Pyjama-Party organisieren. Ich schaute sie verdächtig an. Was, wenn ich einschlafe und sie holt diesen verrückten Jack hierher? Vielleicht steckt sie da drin mit ihm? Nee, besser kehre ich dann in den Pool zurück und schwimme ruhig. Vielleicht hatte der Wächter recht und ich irrte mich einfach. Aber sobald ich ins Schwimmbad kam, hörte ich wieder dieses schreckliche Knirschen und Quicken hinter der Wand. Oh mein Gott, werde ich etwa verrückt?
Aber in diesem Moment ertönte ein Schlagen an den Röhren. Ich kam vorsichtig aus dem Pool raus und hörte zu. Das Knirschen kam von den Röhren. Mein erster Gedanke war, wieder zum Wächter zu gehen, weil er hält mich ja sowieso für eine Verrückte. Vielleicht ruft er nach den Krankenwagen, da musste ich mich selber durch. Ich ging langsam die Röhre entlang und sah, dass sie in einen Keller führen. Das Knirschen kam ja von dort. Zitternd vor Angst bin ich zu der Quelle des Geräusches gegangen. Die Kellertür war zu, aber ich griff an der Klinke und öffnete langsam die Tür. Drinnen konnte ich nichts sehen, es war zu dunkel. Ich ging vorsichtig ein paar Stufen runter, kniff meine Augen zusammen, um mich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Im Keller spürte ich einen Brandgeruch. Aber es war ziemlich leise dort. Wer macht denn all diese Geräusche? Ich wollte gerade zurückgehen, aber in diesem Moment bewegte sich etwas unter meinen Füßen. Oh nein, Hilfe! Vor Angst sprang ich an, stolperte und stürzte runter. Und nach den starken Schmerzen am Nacken kam nur die Dunkelheit. Ich kam zum Bewusstsein erst in meinem Zimmer und sah sofort das Gesicht von Chuck vor mir. Er beugte sich über mich. Ich gab ihm sofort eine Ohrfeige und kriech zur Seite. Aber hinter ihm stand auch Emma, meine Nachbarin. Und etwas blinkte in ihrer Hand auf. Oh mein Gott, ist das etwa ein Messer? Aber ich wusste, dass sie ein Team sind. Jetzt war ich erledigt. Tränen liefen über meine Wangen. Nein, nein, bitte, tötet mich nicht. Aber Emma zog ihre Hände nach vorne, legte die Tortengabel zur Seite und schaute mich besorgt an. Wir wollen dir nichts Böses tun, sagte sie. Wir hatten dich gerettet. Gerettet? Was? Chuck rieb an seiner Wange und erzählte, dass er sich entschuldigen wollte wegen des Vorfalls am Fenster und kam deswegen in die WG. Da sah er mich, als ich in den Keller ging. Es stellte sich heraus, ich stürzte die Treppe runter, weil ich vor einem Kätzchen Angst hatte. Chuck brachte mich nach Hause und Emma machte gerade eine Torte, um mich zu unterstützen und besser kennenzulernen. Ich konnte es nicht glauben, Angst vor einem Kätzchen zu haben und alle in der Nähe zu verdächtigen. Ich lachte ganz laut und Chuck lächelte. Dann schenkte er mir ein Kätzchen. Genau dieses, von dem ich erschrocken hatte. Anscheinend, als der Wächter die Katzen verjagt hat, verlief sich der Kleine und versteckte sich im Keller. Und er war gar nicht fürchterlich, gerade umgekehrt, sehr nett und zärtlich. Ich, Chuck und Emma setzten uns an den Tisch und aßen die Torte. Und irgendwann fragte mich Chuck leise, ob ich mit ihm zu einem Date kommen würde. Zuerst wollte ich absagen, wie ich es gewohnt war. Aber dann klopfte ich mich auf die Finger. Wegen meiner Ängste hatte ich kein normales Leben und ich war nur nervös, statt einfach mal den Moment zu genießen. Also jetzt ist Schluss damit. Ab jetzt werde ich glücklich sein und Freude haben. Ich lächelte Chuck zu und antwortete, ich gehe mit Vergnügen zu einem Date mit ihm. Aber zuerst gehe ich mit meiner neuen Freundin Emma in einen Club. Heute begann mein neues Leben. Hat euch das Video gefallen? Abonniert unseren Kanal und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. In der Umkleidekabine der Männer befand sich niemand. Ich schaute mich vorsichtig um und ging direkt zu Dads Spind. Ich war im Begriff, seinen Spind zu öffnen, als ich Stimmen hörte. Sie waren schon nah. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Sie werden es merken. Ich war in Panik. Plötzlich sah ich einen leeren Spind. Sobald ich die Tür hinter mir schloss, kamen die Jungs in die Umkleidekabine. Boah, ich habe es geschafft. Ich erkannte Dads Stimme. Ich hörte jemanden sagen, dass er schon an alles gedacht hatte und es war Zeit, Spaß am Schulleiter heute, während der Neujahrsfeier zu haben. Ich fror entsetzt ein, weil der Schulleiter mein Vater ist. Was wollen diese Verrückten ihm machen? Da fügte hinzu, dass es mit der Chemielehrerin nicht ganz rund lief. Sie waren fast verbrannt. Diesmal müssen wir vorsichtiger sein. Ich atmete kaum von der Belastung. Letzte Woche gab es ein Gerücht, dass die Chemielehrerin einen großen Kampf mit Dave hatte. Und dann ging sie mit einer gebrochenen Wirbelsäule ins Krankenhaus. Oh mein Gott, wenn Dave und seine Truppe sie verletzt hatten, was würden sie meinem Vater antun? Die Stimmen der Jungen verblassten sofort. Und ich hörte Schritte nähern. Oh Mann, ich konnte mir nicht einmal vorstellen, was mit mir passiert wäre, wenn sie mich erwischt hätten. Durch die Lücke sah ich, dass Dave sehr nah war. Ich muss laufen. Ich drückte die Tür auf und rannte davon. Die Jungs jagten mich. Ich rannte in das Badezimmer der Frauen und sperrte mich in eine Toilette. Badezimmertür knarrte und ich hörte Männerstimmen. Jemand kam auf und probierte nervös den Griff meiner Kabine aus. Oh Gott, ich bin gefangen. Dann klingelte die Glocke. Als sie es hörten, verließen die Jungs schnell die Toilette. Offenbar aus Angst, bemerkt zu werden. Ich schaute hinaus und sah plötzlich die Worte »Schweig oder du bist fertig« in blutrotem Marker auf dem Spiegel geschrieben.
Sie werden mir etwas antun, wenn ich es allen erzähle. Aber ich muss meinen Vater retten. Ich ging ins Büro des Schulleiters. Er musste es herausfinden, bevor es zu spät war. Papa war genervt, dass ich ihn abgelenkt hatte. Die Neujahrsparty war schon an diesem Abend und nichts war bereit. Papa, du musst alles absagen, es ist ja wichtig. Ich habe meinem Vater alles gesagt und ihn gebeten, die Party so schnell wie möglich abzusagen. Aber er lächelte nur und sagte, dass ich wahrscheinlich nicht will, dass mein Vater auf der Party herumhängt. Was hat das damit zu tun? Du bist wirklich in Gefahr. Ich bat meinen Vater, mit mir zu kommen, damit er die Inschrift auf der Spiegel sehen konnte. Vielleicht würde das ihn wenigstens überzeugen. Papa stimmte widerwillig zu. Aber als wir auf die Toilette gingen, war die Inschrift auf dem Spiegel weg. Dev hatte es absichtlich weggelöscht. Aber es gab noch einen Hinweis, Papa die Kameras ansehen lassen, wie ich von diesen Jungs gejagt wurde. Mein Vater war wütend. Er sagte mir, ich solle nach Hause gehen und mich auf den Urlaub vorbereiten und ihn nicht mehr wegen Unsinn ablenken. Dev ist ein feiner Kerl. Er würde mich nicht schikanieren. Papa ging und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wollte vor Ohnmacht weinen. Vielleicht konnte zumindest Mama Papa davon überzeugen, dass er in Gefahr war. Ich wollte nach Hause gehen, als ich eine Stimme hinter mir hörte, die sagte, hier bist du. Als ich mich umdrehte, sah ich Dev mit seiner Truppe. Und es schien mir, dass einer von ihnen etwas Verdächtiges in seinen Händen hielt. Oh mein Gott, die sahen mich mit Papa reden. Jetzt bin ich fertig. Sie näherten sich mir und ich warf meinen Rucksack aus Angst auf Dev und eilte aus der Schule. Ich war noch nie so schnell gelaufen, aber Dev war nicht weit zurück. Er hatte jedes Rennen in der Schule gewonnen. Ich glaube, ich bin zum Untergang verurteilt. Aber ich war in der Nähe von zu Hause, nur ein wenig mehr. Die Jungs waren schon ein paar Meter von mir entfernt. Ich rannte zur Haustür und zielte den Griff. Mann, es ist geschlossen! Die Jungs kamen sich näher, ein paar Sekunden mehr und sie packten mich. Dann rannte ich zur Hintertür. Mama vergisst manchmal, es zu sperren. Vielleicht hatte ich noch Glück. Ich zog den Griff und es war offen. Ich bin gerettet. Dev war schon in der Nähe, aber ich schaffte es, die Tür direkt von seinem Gesicht zu schließen. Ich verriegelte die Tür und ließ einen Seufzer der Erleichterung aus. Ich habe mir jedes Geräusch angehört. Die Jungen standen eine Weile im Hinterhof und dann hörte ich Schritte. Und sie waren weg. Haben sie mich in Ruhe gelassen? Ich ging hinauf zu meinem Zimmer. Ich muss auf meine Mutter warten und ihr alles erzählen. Ich hörte ein Geräusch eines Motors von außen. Ich schaute aus dem Fenster. Es war das Auto meiner Mutter. Aber zu meinem Entsetzen bemerkte ich, dass Dev und seine Freunde auf der anderen Straßenseite standen. Verdammt! Ich sah, wie meine Mutter die Lebensmitteltüten aus dem Kofferraum nahm. Dev ging zu ihr und sagte etwas und dann war sie von allen anderen umgeben. Ich dachte, Mama sah verwirrt aus. Bedrohen sie sie? Aber plötzlich lächelte sie und gab den Jungs schwere Taschen und winkte ihre Hand und forderte sie auf, hereinzukommen. Mama, was machst du? Mach es nicht, lade sie nicht ein. Ich versuchte so zu tun, als wäre ich nicht da. Es war zunächst laut, aber dann wurde es ruhig. Vielleicht sind sie alle weg? Plötzlich klopfte es an meiner Tür. Ich erschreckte. Die Stimme meiner Mutter kam von der anderen Seite der Tür. Sie sagte, dass meine Freunde zu mir kamen. Ohne die Tür zu öffnen, erzählte ich ihr schnell von dem bevorstehenden Attentat. Wir müssen sie dringend loswerden. Meine Mutter seufzte müde. Sie sagte, ich hätte zu viele Thriller gesehen. Ich konnte die Gefahren aus heiterem Himmel sehen. Und sie fügte hinzu, dass es unanständig sei, durch die Tür zu sprechen. Mama ging, aber ein paar Minuten später hörte ich ein weiteres Klopfen. Mama, ich weiß. Ich öffnete die Tür und erstarrte vor Entsetzen. Da war Dev. Ich schlug ihm die Tür ins Gesicht. Was soll ich tun? Es war nutzlos, sich zu verstecken. Ich öffnete schnell das Fenster und schaute nach unten. Gott, es ist beängstigend zu springen. Aber ich hatte keine Wahl. Ich konnte Dave am Türgriff zerren hören und etwas schreien. Ich drückte meine Augen zu und sprang herunter. Ich glaube, ich hatte mir das Bein verdreht. Das war nicht genug. Ich hüpfte zu den Nachbarn, um die Polizei zu rufen, aber sie waren nicht zu Hause. Dann, beim Versuch, nicht auf die Schmerzen zu achten, eilte ich zur Polizeistation. Von der Tür aus, außer Atem, schrie ich, dass ich gejagt werde und dass während der Neujahrsfeier ein Attentat auf den Schulleiter geplant wurde. Sie müssen Dev und seine Gruppe sofort festnehmen. Sie sind schon in meinem Haus. Aber die Polizisten reagierten nicht. Einer von ihnen sagte mit einem gelangweilten Blick, dass ich gehen kann. Sie werden die Kontrolle über alles übernehmen. Wie? Sie haben nicht einmal etwas gefragt. Aber die Polizisten hatten mich schon aus der Station geworfen. Tränen des Grolls und der Angst erstickten mich. Was soll ich tun? Und dann wurde mir klar, dass ich meinen Vater selbst retten muss. Ich hatte einfach keine andere Wahl. Ich schaute auf mein Handy. Ich hatte 10 verpasste Anrufe von meiner Mutter. Oh mein Gott, was, wenn ihr etwas passierte?
Ich rief zurück, ich konnte die Pieptöne hören. Aber Mama, komm, antworte mir. Schließlich hörte ich ihre Stimme. Sie sagte wütend, dass ich etwas Ekelhaftes getan hatte und nach Hause gehen müsse. Nach diesem Verhalten verdiene ich es nicht, zur Party zu gehen. Es tut mir leid, Mama, aber ich muss. Ich hing auf und rannte zur Schule. Ich denke, ich habe einen Plan. Bevor die Party begann, schlich ich mich in den Sicherheitsraum und stahl den Schlüssel zum Biologieraum. Rannte ich zu meinem Vater und sprang heraus, dass ich seine Hilfe dringend brauchte. Jemand ließ Ratten im Labor aus, um die Schulparty zu ruinieren. Vater eilte sofort dorthin. Er konnte nicht zulassen, dass sich das wiederholt. Papa kam ins Klassenzimmer und begann, die Käfige zu überprüfen, aber ich verriegelte die Tür. Es tut mir leid, Papa, aber es ist für dein eigenes Wohl. Vater schrie, dass ich ihn rauslassen solle, oder ich würde in große Schwierigkeiten geraten. Ich sah am Fenster der Tür, wie rot sein Gesicht vor Wut war. Er hielt schlagartig an und sah jemanden hinter mir an. Ich drehte mich langsam um. Zwei Polizisten standen hinter mir. Anscheinend wurden sie nach meiner Nachricht hergeschickt, aber plötzlich baten sie mich, ihnen den Schlüssel zu geben. Nein, sie bringen alles durcheinander. Ich bin nicht der Verbrecher, Dev ist es. Ich wollte fliehen, aber ich wurde erwischt. Während einer der Polizisten versuchte herauszufinden, warum ich den Schulleiter einschleppte, ließ der andere meinen Vater raus. Als mein Vater ging, rannte Dev auf ihn zu und sagte, dass der Schulleiter sofort nach unten müsse. Einer der Schüler fühlte sich krank. Papa, nein! Ich fing an, ihn zu stoppen, aber der Polizist packte mich hart. Dann gab ich vor, das Bewusstsein zu verlieren. Und der Polizist lockerte seinen Griff etwas leichter. Das war genug. Ich rannte die Stufen hinunter. Die Polizisten liefen mir hinterher. Wenn ich es nur schaffen könnte, im ersten Stock befand sich niemand. Dann hörte ich das Geräusch eines Schusses und dann das Kreischen eines Mädchens. Alles in mir brach zusammen. Nein, Papa, Papa! In Panik rannte ich aus der Hintertür in den Hof. Ich sah die Schüler, die das Feuerwerk beobachteten, und Dave reichte meinem Vater einen Kuchen, auf dem 10 Jahre Schularbeit geschrieben war. Was bedeutet das alles? Was ist mit dem Attentat? Ich wurde von den Polizisten niedergeschlagen. Sie waren dabei, mir die Handschellen an den Händen zu fesseln, als mein Vater eingriff. Er sagte, er scheine zu verstehen, was geschehen war, und erklärte ihnen kurz die Situation. Als sie mich gehen ließen, kam Dave auf mich zu und sagte, ich sei ein großartiger Läufer, und es schien, als hätte er keine Chance beim Schulrennen. Er fügte hinzu, es ist schade, dass er und die Jungs nicht mit mir über die Überraschung sprechen durften. Was ist mit der Wirbelsäule der Chemielehrerin? Dave sagte, nachdem sie ins Krankenhaus mit einer gebrochenen Wirbelsäule ging, dass er und die Jungs beschlossen, sie zu unterstützen und Feuerwerkskörper unter dem Fenster ihrer Gemeinde zu zünden. Und dann fragte er mich, was ich an diesem Morgen in der Umkleidekabine der Männer machte. Es war mir peinlich. Und lass uns das, Dave, als mein Geheimnis bewahren.